Oberhof 2 Tage vor dem abgesagten Biathlon-Weltcup. Thüringens Sportmetropole am Rennsteig liegt im Nebel. Es schneit und der Ort ist nicht menschenleer. In der Skiarena ist die Loipe noch nicht gespurt, die Schießanlage der Skijäger kaum zu sehen. Einige Schaulustige, wie diese Familie aus Nordhausen, pilgern trotzdem zur Wettkampfstätte und müssen zuschauen, wie Zelte und andere Logistik abgebaut werden. Was ihnen bleibt, sind zahlreiche Winterwanderwege, das Spaßbad und zum Skifahren die Skihalle. Warum der Weltcup abgegeben werden musste und welche Folgen die Kapitulation vor dem Wetter für die Stadt hat, das und mehr lesen Sie am Donnerstag in der Sächsischen Zeitung.